liebe Mitbrüder im Priesteramt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Wir feiern eine Votivmesse zum Heiligen Geist, denn ohne den Heiligen Geist können wir nichts tun. Das durfte ich in meiner Arbeit als Missionar, ich bin jetzt fast schon 10 Jahre unterwegs. Man muss sich vorstellen, 10 Jahre in der Pfarrei, über 10 Jahre und 10 Jahre als Missionar. Ich wollte die Zeit nicht missen in der Pfarrei, weil das war die Vorbereitung, um recht ein Missionar zu werden. Und so lange hat Gott gewartet, 10 Jahre hat es gebrannt in der Pfarrei, um mein Herz, und ich konnte mit der Fülle, die im Herzen ist, nirgends hin. Die Leute wollen nicht so lange Predigten hören in der Pfarrei. Es muss 10 Minuten sein, 8 Minuten. Sie denken schon an den Frühschoppen oft. Und ich habe noch so viel zu sagen gehabt und ich bin fast ausgehungert als Priester. Ich konnte das nicht anbringen. Doch hat dieses Wort mir der Herr gegeben am Anfang meines Priestertums aufs Herz gelegt: Du wirst Volksmissionar. Ach, ich bin jetzt in der Pfarrei. Und doch hat er es verwirklicht. Aber durchs Kreuz hindurch. Versteht ihr? Durchs Kreuz hindurch. Ich musste zuerst mal einen Skiunfall haben und dann rauszukommen aus der Pfarrei. Und ich weiß noch im Spital, was da passiert ist. Großartiges. Ich war da gelegen. Jetzt ist alles dahin, gell? Ein Halswirbelbruch. Oje, wie geht das aus? Und da oben war alles skalpiert, alles aufgerissen, weil ich irgendwo hängen geblieben bin, über die Böschung rüber, weil jemand mir davor gefahren ist. So viel weiß ich noch, alles andere ist weg. Und dann hat es mich da rübergehauen. Irgendwo muss ich mit dem Kopf dran gekommen sein. Und dann lag ich dort. Lag ich dort. Und ich sagte zu Maria: Jetzt habe ich schon so viel um Heilung gebeten. Jetzt brauche ich Heilung. Jetzt brauche ich Heilung. Jetzt liege ich da in meinem Leid. Und da oben hat es ausgesehen wie auf einem Rübenfeld. Alles aufgerissen. Und war noch verbunden, der ganze Kopf. Und sagt: Mutter, komm doch mal. Schau mal, nimm dich um diese Wunden an, da oben auf dem Kopf. Und in dem Moment spüre ich eine Hand auf dem Verband. Sofort. Und dann ging es mir von oben bis unten durch. Sie war da, die Mutter. Aber nicht nur die Mutter, und ich spürte dann, ein bisschen weg von ihr oben am Kopfende, hat sie die Hand auf meinen Kopf gelegt. Und mir ging es durch. Aber die Liebe hat mich dann zu einer anderen Gestalt, die neben dran war, es war der Herr selbst. Und so haben sie sich gekümmert, auch im Spital um mich, im Krankenhaus, wenn du da liegst. Auch gerade dort haben sie besonders sich darum gekümmert. Und es ist durchströmt, diese Kraft, wie eine Kraft des Heiligen Geistes durch den ganzen Körper. Und da oben ist wieder geheilt. Da hat es ausgesehen. Ich glaubte, das wächst nie mehr zusammen. Nie mehr. Aber doch war es so. Seht ihr? Manchmal muss man da durchgehen, um in die wahre Berufung hineinzukommen, die der Herr wohl auch manchmal gerade durch Kreuze hindurch gibt. Dass man rauskommt. Und dann hat mich mein Bischof freigegeben, weil er auch spürte, da ist was Missionarisches drin. Den kannst du nicht in die Pfarrei stecken. Da ist so eine Power drin, der geht mir kaputt in der Pfarrei. Jetzt ist er eh schon ganz unten. Jetzt muss ich irgendwas machen, und er hat mich gehen lassen. Bin zwar noch zurückgekommen in die Pfarrei, aber ich spürte, jetzt geschieht etwas anderes. Und Gott machte es. Und im gleichen Jahr bin ich auch in die Schweiz gekommen, noch in diesem Sabbatjahr. Ich
bin eingeladen worden, musste wieder ganz tief hinab, war in Hochaltingen 2 Jahre, viel zu früh angefangen nach dem Unfall. Da hast du einen Schock, ein Traumata in dir drin, dermaßen. Ich habe immer Angst gehabt, wenn ein Laster vorbeifährt, habe ich angefangen zu zittern. So ein posttraumatische Erlebnisse waren in mir drin und ich musste noch viel, viel mehr nachholen, wieder nochmal ein Sabbatjahr und wieder tiefer hinab. Aber dann wurde ich eingeladen in die Schweiz, in die Höhle des Löwen in Zürich. Da ist manchmal auch nicht so viel Glauben, gell? So, und da ist auch viel Geld in der Schweiz. Aber Gott ist überall. Und ich weiß noch, da war es so, da war ich bei dem Vortrag und sagte dann zwischendurch im Lobpreis, jetzt loben wir mal Gott, was er uns alles heute schenkt, was er uns für Worte gegeben hat, wie er uns aufgerichtet hat, gestärkt hat. Und jetzt erheben wir alle die Hände und danken Gott dafür. Und dann ist etwas passiert, was mich so tief getroffen hat. Dann öffnete sich die ganze Halle, es war eine Halle, in der wir waren. 200 Leute sind gekommen in der Schweiz. Stell dir das mal vor. Und die Decke öffnet sich und ich spüre, wie ein Riesenschwung von Gnade, von etwas ausgeschüttet wird überall. Wie bei Pfingsten. Vor allem begannen die da unten zu springen, zu tanzen, zu loben. Dann sprangen sie auf und haben getanzt, in Sprachen gebetet, die alten Leute. Und waren total aus dem Häuschen. Was ist jetzt passiert? Ich saß dann oben und sagte, Gott sei Dank, jetzt brauche ich nicht mehr predigen. Jetzt hast du gepredigt, Heiliger Geist. Jetzt hast du gepredigt. Und meine Lieben, das hat angehalten. Die haben Lobpreis gemacht, da ging es rund. Dann sind sie nachher zu mir gekommen und haben gesagt, wer, Herr Pfarrer, was ist da geschehen? Haben sie es nicht gemerkt? Von oben kam die Öffnung durch die ganze Halle und ein Schwung herunter. Und so muss es gewesen sein. Wie ein Wind durch die ganzen Leute. Eine Ausgießung des Geistes. Vollkommen. Und die haben in Sprachen gebetet. Wie bei Pfingsten. Das geschieht heute noch. Wo es mir eigentlich schlecht gegangen ist als Priester. Und der Herr hat gesagt, Mensch, mach weiter. Hör nicht auf. Und die haben getanzt. Die haben das Wort Gottes hören wollen. Um 6:30 war ich immer noch am Verkünden. Stell dir vor, 2:30 habe ich angefangen. Das ist doch noch gar nichts, was ihr mitgemacht habt heute. Gell? Überhaupt nichts. Sondern da ging es los den ganzen Nachmittag. Die haben nicht mehr aufgehört, die wollten nicht mehr essen. Die wollen das Wort Gottes hören. Und keine Priester mehr da. Ich war ganz alleine mit 200 Leuten. Und ich habe noch gesegnet und Gott hat mir die Kraft gegeben, zu segnen, wahrhaft, bis um 10 Uhr abends, da bin ich fertig gewesen. Alles. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für eine Ausgießung des Geistes war. Da, so stelle ich mir das vor. Wenn das Wehen des Geistes kommt, wenn die Liebe ausgegossen wird, wenn der Mensch getauft wird in der Liebe Gottes, wenn er durchdrungen wird von jener Liebe, die alles übersteigt, die wir brauchen, um aufzustehen, sonst sind wir Duckmäuser, sonst sind wir Feiglinge. Wenn wir die Liebe haben, dann stehen wir hin. So ist es auch gegangen im Bus nach Medjugorje. Habt ihr es mal erlebt, wenn ein Bus im Heiligen Geist getauft wird? Wir haben Lobpreis gemacht, ich war so nudelfertig, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, das versteht ihr ja in Hamburg, oder? Wirklich nudelfertig war ich, nach wahrscheinlich wieder 40, 50 Stunden beim Jugendfestival, vollkommen am Ende. Aber dann haben die begonnen so zu Lobpreis zu machen und dann ging es dann los und
waren wunderbare Zeugnisse und die haben gesungen im Ding. Und auf einmal ist es durch. Ich habe dann auch noch das Mikrofon in die Hand genommen und dann geht's los, verstehst du? Da war auf einmal und dann ist der ganze Bus getauft worden im Heiligen Geist. Ich habe jetzt zurückgeschaut zu den Ehegatten, die sich nicht mehr so liebevoll angeschaut haben. Und auf einmal lagen sie übereinander und haben sich abgebusselt. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich sage, lieber Gott, du bist einmalig. Und dann ging es noch weiter. Ich habe ein Phänomen an mir gehabt. Alle Müdigkeit weg, nichts mehr. Ich fühlte mich wie 2 Wochen in Urlaub. Und das hat angehalten, meine Lieben, das hat angehalten. Wenn der Geist Gottes kommt, der Heilige Geist, die Liebe Gottes, die durchfegt und alles Müde, Vermuffte, alles Staubige und alles in der Kirche raushebelt, alle Ängste, Christus zu verkünden. Habt doch keine Angst, fürchtet euch nicht. Was können wir denn verlieren, das äußere Leben? Wir müssen Zeugnis für den Herrn abgeben. Und dann ist Folgendes passiert, gell? Und die haben gesungen. Ich muss dir mal vorstellen, dann haben wir noch eine Pause gemacht. Da sind eine Pause zwischendurch, sind ans Meer gegangen. Ich saß auf dem Steg da am Meer. Ich habe gedacht, jetzt fehlt nur noch, dass ich entrückt werde. Ein Phänomen, ich sag's euch. Ich konnte jeden umarmen und ich habe nur Liebe verspürt. Eine Liebe, das sage ich euch, wie ich sie noch nie in meinem Herzen hatte. Kein Bruch mehr, weißt du, wir sind oft mal untereinander und so, wisst ihr, so distanziert und so. Wir Deutsche ja eh, versteht ihr? Wir Deutsche eh. So kühl und da konntest du jeden umarmen, egal wer. Eine Liebe drin. So stelle ich mir den Himmel vor. Eine echte, tiefe Liebe, wo nichts mehr da ist zum Nächsten. Auch nicht zu mir, versteht ihr? Und den Bruch hast du doch selbst in dir. Und dann merkst du, Mensch, also steht man manchmal selbst auf der Leitung und es funktioniert nicht, ich bin blockiert. Nichts mehr von Blockade, einfach nur Liebe. Eine tiefe, große Liebe des Heiligen Geistes, wie er den Stempel hineingemacht hat, in dein Herz. Du bist geliebt und du kannst lieben. Und so muss der Himmel sein. Wir sind unterwegs dorthin, um zu lieben, unendlich zu lieben. Und wenn der Kuss der Liebe kommt, des Heiligen Geistes, das hat eine Wirkung. Auf einmal sind wir dann beim Terminal angekommen, gesungen bis zum Letzten. Also voll, der ganze Bus. Die haben gesungen, da hätten noch Iris und Sandra gefehlt. Aber das sage ich euch, die hätten noch losgelegt. Da wären sie noch aufs Dach gestiegen, auf den Bus, also, und hätten nicht aufgehört. Und dann kam es so, dass jetzt die jungen Mädels, die vorher so 14 Jahre alt waren, auf einmal vor mir im Terminal gestanden sind. Herr Pfarrer Wim, wir machen Lobpreis. Und ich sagte, hier? Ja, hier. Die waren vorher so brav, die Brävsten, ganz schüchtern und so. Und das macht der Heilige Geist. Keine Angst mehr, nichts mehr. Die sind dahin gestanden. Und auf einmal hat der Terminal voll Lobpreis gemacht. Alle haben gesungen. Und wir haben Zeugnis gegeben. Keiner hat Angst mehr gehabt. Und wir haben geklatscht. Und die Leute so geschaut. Hey, was ist hier los? Was ist hier los? Was ist hier los? Und dann ging es so weiter. Dann saß ich ganz vorne im Flugzeug und auf einmal höre ich, jetzt mischen sie den Flieger auf und hinten und machen Lobpreis und der ganze Flieger singt. Das sind Christen, die im Heiligen Geist getauft werden, versteht ihr? Wahrhaft in der Liebe Gottes, die haben keine Angst mehr. Und das von den Kleinsten. Wenn die Liebe mal drin ist, dann machst du den Mund auf für deinen Jesus, der alles für dich gemacht hat. Das ist Heiliger Geist. Den durfte ich erfahren, meine Lieben. Und er ist so gut. Er hat selbst in einem Kurs in der Schweiz genauso, da war eine Koreanerin,
Und die hat schon morgens gebetet und die hat wahrscheinlich sehr gut gebetet. Die war echt einmalig. Das ist so eine Frau gewesen und der Heilige Geist hat ihr alles erfüllt. Die hat gebetet, dass sie doch die Vorträge gut versteht. Aber dann kam sie nach den Vorträgen zu mir und sagte, ja, Herr Pfarrer Fim, woher können Sie eigentlich Koreanisch? Ich höre Sie in Koreanisch predigen. Und nicht nur gerade so in Koreanisch, sondern im Dialekt meiner Großmutter. Ich will alle Ihre Predigten haben. Stellt euch mal vor, da macht Gott simultan Übersetzung, damit sie das auf Koreanisch versteht. Weil sie so gebetet hat, lieber Gott, lass mich es verstehen. Ich will das Wort Gottes verstehen. Und die hat alles verstanden. Den ganzen Tag hat sie nur Koreanisch gepredigt. Der Pfarrer Fim und Koreanisch. Olé! Aber dann ging es noch weiter, versteht ihr? Dann hat sie alle CDs gekauft vom Pfarrer Fim und hat Koreanisch predigen gehört. Pfingsten pur. Pfingsten. Was hat Gott auf der Pfanne? Was hat er auf Lager? Und wir sind manchmal so eine müde Gesellschaft. Wir müssen ihm viel, viel mehr zutrauen. Und dass dieses Feuer des Heiligen Geistes durchfegt und jedes Herz erfasst. Da muss die Welt in Deckung gehen, das sage ich euch. Wenn die Christen erfasst werden von diesem Heiligen Geist, von diesem Feuer Gottes, da habe ich auch einen Schwung abbekommen, das sage ich euch. Also da wurde ich auch ganz schön getauft, gell? Im Heiligen Geist, in dieser Liebe Gottes. Ich muss verkündigen, auf mir liegt ein heiliger, liebender Zwang. Weh mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde. Die Liebe drängt mich. Weil die Menschheit es braucht, weil ihr es in Hamburg hier braucht, überall braucht ihr es. Wir bitten den Heiligen Geist mit der ganzen Kraft der Gnade, der Barmherzigkeit, dass er über uns kommt. Und wir bekennende Christen sind. Liebende Christen. Dass die Liebe groß wird, versteht ihr? Die wird groß im Heiligen Geist. Jede Verzagtheit hört auf. Jede Kleinheit. Es wird alles weit und voller Liebe. Voller Großzügigkeit. Eine Frische, eine Jugendlichkeit, die in einem ist, wenn der Geist da ist. Es ist eine Kraft und eine Schönheit. Das müssen wir haben, wir Christen. Das müssen Sie uns ansehen. Das sind selbst im Heiligen Land, wo wir rumgegangen sind und in der Gruppe auf einmal alle im Heiligen Geist genauso getauft wurden, in der heiligen Familie oben in Nazareth. Am Pfingsten kam von der heiligen Familie der Strom des Heiligen Geistes über die ganze Gruppe. Aber dann ging es durchs Heilige Land. Da ist der YouTube-Kanal entstanden, alles entstanden. Da ist es durchgegangen, da hat es durchgezündet, ohne Ende. Und die haben Lobpreis gemacht, die ganze Nacht sind wir unterwegs gewesen mit dem Flieger. Wieder das Gleiche, was ich schon erlebt habe mit dem Heiligen Geist, verehrt ihn. Er kommt in euer Herz, er braucht ihn, versteht ihr? Ihr könnt nichts ohne ihn tun. In dem seid ihr stark und die Liebe bekennt. Oh, wenn du dir vornimmst zu bekennen, das geht schief. Aber wenn der Geist da ist, die Liebe, bekennst du. Den, der dich liebt, der dich geliebt hat. Und für den gibst du in jener Liebe, wenn sie in dein Herz hineingekommen ist. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Durch den Geist, der in uns wohnt. Seht ihr, wie groß dieser Geist ist. Er möge kommen, euch mit dem Tau benetzen. Er soll ein Wind kommen lassen und ein Feuer kommen lassen. Das brennt. Habe ich mal gemerkt, wo er dann das Ding weggezogen hat, wo ich vor dem Allerheiligsten kniete, kam ein Feuerstrom in mein Herz. Ich habe meint, ich fackel ab. Ich drücke es manchmal so plastisch ein bisschen aus. Da ist ein Strom. Ich habe geglüht innerlich. Ich habe meint, ich verbrenne. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie Gott liebt. Wenn aus seinem Strom des Herzens
aus der Hostie dieser Strom in dein Herz hineindringt. Da kann ich nicht schweigen. Ich weiß, wie er liebt. Ich kenne ihn. Meinen Gott. Wir dürfen Zeugnis bringen. Wie liebt er? In einer Gewalt der Liebe. Das brauchen wir. Geist, komm, erfülle dieses Gotteshaus, erfülle ganz Hamburg, erfülle die Welt, erfülle Deutschland, gieße dich aus und bring ein neues Pfingsten. Damit diese Welt, die in der Finsternis ist, dein Licht erfährt, deine Liebe erfährt und dass du alle Sünde überführst. Die Menschen ist, dass doch Gott uns retten kann, dass wir nicht alle zugrunde gehen. Dass der Mensch frei wird, diese Liebe anzunehmen. Denn die Liebe drängt Gott, dass er uns alle rettet. Und er will diese Gabe jedem Herz schenken. Jedem Herz. Deshalb bitten wir heute Abend auch jetzt in der Heiligen Messe. Amen.